Also das gute Ergebnis für die Camper ist zunächst mal, dass die generelle Nutzungsuntersagung über das gesamte Gelände aufgehoben werden konnte, weil viel passiert ist vor Ort, weil die Camper alle gemeinschaftlich angepackt haben, sich auch unterstützt haben und vielerlei Vorbauten, Anbauten, Umbauten etc. inzwischen abgerissen wurden und da auch containerweise weggefahren wurden. Also die gute Nachricht ist, generelle Nutzungsuntersagung muss nicht aufrechterhalten werden. Zweiter Punkt, in Einzelfällen muss allerdings nach wie vor eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen werden. Die haben aber nicht zur Folge, dass jetzt irgendjemand das Gelände ad hoc verlassen muss, weil die entsprechenden Personen, die da betroffen sind, ohnehin nicht vor Ort sind. Das heißt mit anderen Worten, niemand muss jetzt hoppla die hopp Kopf über das Gelände verlassen an der Stelle. Und jetzt haben wir Zeit gewonnen, um die Dinge im Einzelnen auch zu regeln. Aber natürlich ist der Druck noch da, innerhalb der nächsten 14 Tage auch weiter zurückzubauen und die Anordnung zu befolgen. Also dass die Vorgehensweise für Aufregung gesorgt hat bei den Campern, ist sicherlich nachvollziehbar, subjektiv nachvollziehbar. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, wie wir es anders hätten machen sollen. Denn wenn im Raum steht, dass Gefahr im Verzug ist, Gefahr für Leib und Leben, der Brandschutz nicht gewährleistet ist, dann haben wir eben auch nicht die Möglichkeit, wochenlang zu warten und den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich darauf einzustellen, sondern dann muss von jetzt auf gleich gehandelt werden. Insofern glaube ich, dass die Vorgehensweise richtig war, so massiv auch einzuschreiten und dann aber im Nachhinein zu versuchen, in jedem Einzelfall auch angemessene Lösungen zu finden und auch Härtefälle dann zu berücksichtigen. Insofern glaube ich, dass die Kolleginnen und Kollegen hier absolut richtig gehandelt haben, denn den umgekehrten Fall mag man sich eben auch nicht ausdenken, was passieren könnte, wenn und wenn man nicht sofort handeln würde.